Seid gegrüßt zu den MBS und Alba Basketball Tutorials. Bisher habt ihr zwei verschiedene Formen des Korblegers kennengelernt. Heute wollen wir euch weitere Formen zeigen, damit ihr sicher und flexibel am Korb punkten könnt. Für einen schnellen, überraschenden Korbleger in Korbnähe empfiehlt sich der Einkontaktkorbleger. Den zeigt euch Nolan aus der Alba JBL. Entgegen des normalen Korblegerrhythmus bietet der Einkontaktkorbleger die Möglichkeit eines überraschenden, schnellen Abschlusses in Korbnähe. Nach dem letzten Dribbling erfolgt nur ein Schritt und ein direkter Absprung Richtung Korb. Für den Schutz vor großen, aktiven Verteidigern in Korbnähe bietet es sich an, den Einkontaktkorbleger hinter dem Ring durchzuführen. So wird er schwerer zu blocken. Das hat Spaß gemacht und dich ordentlich gefordert? Dann schau dir gerne noch die nächsten Tutorials an. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Üben.